So, willkommen bei Minecraft Dungeon. So, ich habe jetzt einen halben Tag versucht, hier diese Dinger hier freizuschalten. Geheimmission und auch diese Geheimmission. Es ging nicht. Der Grund liegt darin, ich habe die Dinger gefunden. Also die Eingänge, die Geheimorte eigentlich. Allerdings sind die nur sporadisch ganz zufällig mal freigeschaltet. Man muss also zum Beispiel Kürbis wilden, erweiden. 100 Mal durchspielen und beim 100. Mal ist es mal freigeschaltet, dass man da in das ja, reinkommt und hier das öffnen kann. Krass, muss ich immer nur sagen. Ja, deswegen, aber ich konnte den Creeperwald freischalten und den Creeperwald ist die gruselige Gruft, die Geheimmission, die ging. Auch wenn ich die anderen beiden nicht geschafft habe, obwohl ich sie bestimmt an die 15 Mal im hier, nasser Sumpf und Kürbisweiden. Ich habe 15 Mal durchgespielt. Ich habe alles abgegrast und dann habe ich erstmal bei Google gelesen. Lösung. Ja, diese Tore, diese Geheimorte öffnen sich sporadisch. Ganz spontan mal. Da war ich auch begeistert. So. Jetzt gruselige Gruft, die zeige ich euch zumindest mal. In der Zwischenzeit nasche ich noch ein bisschen was. Ich muss auch mal auf meine Kalorien kommen, auf meine 120 Kilo. Gut. Findet die verschollene Schriftrolle. Dann wollen wir die mal finden. Nicht wundern, ich kau nebenbei. So. Wir brauchen auf jeden Fall für die Kürbisweiden eine Schriftrolle. Und die müssen wir jetzt wahrscheinlich finden. Sonst kann er das nicht öffnen. So. Jetzt muss ich mal kurz hier unten gucken. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Das ist mir neu. So, die Creeper gleich als erstes ausschalten. Wow. Hier ist ja echt eine Party los, oder? So viele Gegner auf einmal. Das ist doch nicht normal. So, ja. Hier bin ich auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg, aber ich werde mich auf jeden Fall noch umschauen. Nicht, dass es hier noch irgendwo einen Geheimgang gibt, den man ablaufen muss. Gut, das habe ich ja. Na, hier ist noch eine Truhe, die ich bei mir übersehen hätte. Hier, ich muss ja eigentlich nicht lang, aber wie gesagt, ich brauche Level, weil ich bin immer noch Kraftstufe 9 und ich brauche Kraftstufe 10. Hier, wie man... Mann, das würde ich doch mal zeigen. So, wie man hier sieht, Kraft 9 und Level 18. Also ich habe mich in einigermaßen dadurch, dass ich das hier unzählige Male wiederholt habe, etwas hochgearbeitet. Hier sind immer noch irgendwelche Kleintruhen. Es lohnt sich also auch die kleinen Wege zu nutzen. Und irgendwann kommt mal zufälligerweise was raus. Ja. Schön kämpfen hier. Dankeschön. Und das ist mir hier neu. Das kenne ich noch gar nicht. Diese Gräber kann man also öffnen. Alles was leuchtet, lässt sich quasi öffnen. Okay, gut zu wissen. Dann öffne ich auch mal dieses Ding hier unten. Ach, hier kann man ja nicht durchgehen. Ich dachte, da wäre ein kleiner Durchgang. Hier ist nichts. Aber die Spinne ist da. Die mag mich nicht. So. Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal hier lang. Alles, was hier... einfach alles vernichten.
Sonst kommt ihr nicht auf eure Level. Und Level braucht ihr hier. Das ist echt wichtig. Sonst kommt ihr hier nicht voran. Gut, das Ding ist jetzt erstmal erledigt. Jetzt muss ich aber hier lang. Gut, ist hier noch irgendetwas? Ne, da geht's wieder raus. Von da kam ich. Und dann gehe ich jetzt mal da hoch. Ist hier noch was? Ne, da ist eine Mauer. Da lasse ich mich mal überraschen, was mich jetzt hier erwartet. Diesmal ist die Kleine, also meine kleine süße Maus, bei ihrer Mutter drüben. Die telefoniert gerade mit einer Freundin. Ich wollte heute hier aufnehmen, aber die Kleine war heute so liebesbedürftig. Immer wenn ich die eine Sekunde abgelegt habe, hat die geschrien und geschrien und geschrien. Immer wenn ich sie hochgenommen habe, war ruhig. Irgendwann nach 2 Stunden Schreierei, weil ich konnte die nicht mehr halten auf Dauer, habe ich mir die Kleine geschnappt und bin eine Runde Auto gefahren. Wisst ihr was? Auto gefahren? Solange ich gefahren bin, war es ja ruhig. Sobald die an der roten Ampel stand, sobald das Auto stand, hat sie geschrien. Ich war immer froh, wenn die Ampel wieder grün war und ich weiterfahren konnte. Ich habe 3 Kreuze gemacht. Ja, und irgendwann ist er dann vor lauter Erschöpfung eingeschlafen. Sie war gefüttert, gewickelt, gestriegelt und gehiegelt. Quasi ans Bett genagelt und ja, eigentlich glücklich und zufrieden, aber dadurch, dass ich die von Anfang an trage, ist die jetzt einmal gewöhnt, dass man die nur quasi trägt. Das soll man ja mit Babys auch machen. Jemand, der sein Kind ständig liegen lässt, muss damit rechnen, dass das Kind eventuell das nicht so gut auf die Zukunft aufnimmt. Entweder geistig oder körperlich. Oder emotional oder sozial. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen trage ich das Kind auch genauso wie die Mutter. Und und heute war ja sowieso Waschtag. Meine Kleine musste heute mal in die Wanne. Quasi, also nicht eine große Wanne, sondern so eine kleine Waschschüssel gehoben werden und dann richtig schön abgetupft werden, wie sich das eben gehört. Und mein Frauchen, also Mutter, musste ja schlafen, weil sie ist ja immer noch von der Kaiserschnittnarbe ganz schön erschöpft. Und von der ganzen Schwangerschaft und fix und fertig. Und daher habe ich mir die Kleine einmal genommen. Hat ja eh immer geschrien, hätte sie jetzt hier zu Hause gebadet. Hätte die geschrien, hätte Muttern quasi wach gemacht. Und das wollte ich dann ja auch nicht. Dann bin ich zu Oma gefahren, habe die Kleine mitgenommen, habe sie bei Oma gewaschen. Oma hat sich tierisch gefreut. Ja, Baby waschen, oh, ist das schön. Habe ich mit der einen kleinen Ausflug gemacht und habe heute zum ersten Mal, ich war ja mit der Kleinen schon ziemlich oft draußen, wir gehen ja immer raus, weil frische Luft ist wichtig. Ich lasse die Kleine nicht in der Wohnung. Und was soll ich sagen? Auf jeden Fall waren wir ein bisschen draußen und so weiter. Und da habe ich die Kleine wieder gewartet. Und da war es schön. Hat sich gefreut, dass sie ein bisschen draußen war. Hat sie Bewegung gehabt. Hat die Welt von draußen gesehen. Und war total entspannt gewesen. Meine Güte, die Gegner sind ja echt Larifari. Ich muss mal gucken, welche Stufe. Ich habe gar nicht geschaut, welche Stufe es ist. Ich laufe hier durch. Es kommt mir vor wie Pillepalle. Jetzt, wo ich Kraftstufe 0 bin. 9 bin. 0. Ich bin auch nicht 0. Heißt das Gefühl, fällt mir jetzt ja sowas von leicht. Ich muss mal gucken. Map. Kann ich gar nicht sehen von hier. Gefundene Geheimnisse. 3 von 6.
Also im Moment stehe ich noch gut da, obwohl ich hier noch nicht lange, obwohl ich noch nicht durch bin. Muss ich lang? Da lang. Also gehe ich jetzt hier lang. Schaut mal hier. Hier ist ja auch noch was. Hier ist nichts mehr, aber hier kommt gleich eine jede Menge Creeper. Und ich würde vorschlagen, hier mache ich mal kurz platt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss.